Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen. Ich habe ein richtig geiles Video für euch, da werdet ihr jetzt in Zukunft auch ein bisschen mehr sehen. Ich habe ja so Multiplayer Vanguard eigentlich aufgegeben und bin so seit 3 Monaten, eigentlich wirklich erst seit 3 Monaten, in Rebirth und Warzone drin. Ne? Rebirth mehr, weil Caldera eine absolute Schmutzmap ist. Und heute seht ihr ein Video, wie ich einem Random Teammate, es ist so eine neue Serie, die ich starte, ich spiele Solo mit irgendwelchen Randoms, gucke, ob die schon einen Win haben oder nicht und versuche für Leute den ersten Win sozusagen zu holen. Und der hat nicht gesprochen im Prinzip und wie es ausgegangen ist, habt ihr so ein bisschen Thumbnail im Titel schon gesehen. Aber sehr, sehr geil. Es war sein allererster Win. Es war, glaube ich, dafür, dass ich seit 3 Monaten Rebirth erst spiele. Eine richtig gute Runde. Ich habe euch das so ein bisschen zusammengeschnitten, dass es eben, was in Rebirth passiert, gerade in Duos, weil die unglaublich langsam spielen, die Leute. Dass es ein bisschen interessant ist. Tut mir einen Gefallen, Leute. Lasst ein Like auf dem Video jetzt schon da und schreibt gerne in den Kommentar, ob ihr schon Win auf Rebirth habt. Freue mich ein bisschen zu lesen. Ich wette, 80% von euch haben Rebirth oder Caldera mindestens schon ein. Viel Spaß mit der Runde. So, neuer Teammate, Bambino. 90 FPS. Vielen Dank, Warzone. Das läuft ja gerade perfekt mit ein. Nächste Chance. Jawohl. Anscheinend spielen wir dann mit 90 FPS. Perfekt. Dein Herz? What? 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 Garten, du Mann, viel, viel Dank für den Sub, Digi. Kuss geht raus. Du verlierst dein Boot. Bewegung. Drohnen treffen. Ich gucke. Feinde landen im Einsatzgebiet. Der Schaden breitet sich aus. Neue Sicherheitszone des Markiers. Dein Team darf nicht umsonst gestorben sein. Bring es zu Ende. Feinde landen im Einsatzgebiet. Rache ist süß. Du hast es versucht und ich habe es nicht zugelassen. So, ich will mein Lodi haben. Alles gut, Digi? Irgendwie ist das witzig, wenn man Solo spielt, spielt man halt wirklich Solo. So, die Teammates sind irgendwie nur dafür da, dass man nochmal wiederkommen kann, wenn man Scheiße baut. Oh geil, kein Emis ist da drin. Bei uns.
unser Teammate. Wieso wurde der mir jetzt nicht angezeigt? Wie ist das möglich? Das Chaos breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Warum wurde mir sein scheiß Teammate einfach nicht angezeigt? War doch ein Team, oder nicht? Hä, es war doch ein Team. Ich hab kein... Der Sieg ruht auf deinen Schultern. Beende die Mission. Ich hab kein Self-Revive, Leute. Verlierst an Boden. Bewegung. Unter den letzten 10. Gut gemacht. Wir müssen zur Sicherheitszone. Hey, das kann doch nicht sein. Der ist jetzt da oben drauf, oder nicht? Koordinaten markiert. Aufklärungsüberflug unterwegs. Drohne beginnt Überflug. Drei Teams noch, einer schimmelt dem anderen den Arsch ab. Saftladen, grüß dich, mein Bester. Der Teammate hat übrigens einfach 300 Schaden. Dahin kommt es doch wieder so für den Arsch. Drohnentreibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Aufgang. Sicherheitszone. Aufklärung bereit. Drohne beginnt über. What? Eingekämpfe, Alter. Keine Stims mehr. So. Das Gas breitet sich aus. Wir müssen zur Sicherheitszone. Teammate. GG. Ah, Schippi. GG, Mate. Digga. Also ich würde sagen, der Mate hat viel Arbeit geleistet. Warte, ich zeig's dir.